Die Infrastruktur für so einen Hof braucht ganz schön viel Strom. Wir wissen ja, diese Energie einzukaufen, kostet aktuell so viel wie noch nie. Aber der Betrieb, auf dem wir hier stehen, muss kaum noch Energie zukaufen. Wenn ich die Schritte nicht gegangen wäre, müsste ich jetzt bei euch fragen, ob ich was zu essen kriegen kann. Welche Schritte das waren und wie dieser Betrieb seine Energiekosten in den Griff bekommen hat, das schaue ich mir für euch an. Ich bin Annika Ahlers, selbstgelernte Landwirtin aus dem Münsterland. Heute bin ich in Ascheberg bei Dirk Schulze-Pellengar. Dieser hat mit 18 Jahren den Betrieb seiner Eltern übernommen. Und das ist nicht die einzige Entscheidung von Dirk, die ich mutig finde. Hallo Annika. Hallo Dirk. Wir befinden uns hier auf dem Hof Schulze-Pellengar, Haus Steinhorst. Edil ist das Herzstück unseres westfälischen Bauernhauses. An dem Herdfeuer hat sich eigentlich in den letzten 500 Jahren nichts geändert. Auf dieser Hofstelle ist unsere Familie seit 970. Und weil wir nun mal eine sehr, sehr lange und große Historie haben, habe ich mich da auch ein Stück weit verantwortlich gefühlt. Und ich wollte einfach auch, dass meine Kinder diesen schönen Beruf lieben lernen und dass sie das auch sehen, dass es ein erlernenswerter und schöner Beruf ist. Und deswegen habe ich Landwirtschaft gemacht. Dirk führt den Betrieb gemeinsam mit seiner Frau Uta und auch die drei Kinder brennen für die Landwirtschaft. Sie wollen den Betrieb zukünftig mitgestalten. Seit fast 25 Jahren halten die Pellengars Sauen und Ferkel. Die Konfrontation mit der Realität ist dann natürlich gekommen, als ich meine Berufsausbildung gemacht habe und man natürlich gesehen hat, dass das vielleicht nicht so extrem finanziell erfolgreich gewesen ist, wie man sich das gewünscht hätte. Natürlich war es ein großes Abenteuer, aber ich würde das auf jeden Fall wieder so machen, weil ich finde, dass es der schönste Beruf der Welt ist und ich bin Landwirt aus Leidenschaft. Fast 10 Jahre braucht Dirk, um den Betrieb Stück für Stück instand zu setzen. 1998 setzt er alles auf eine Karte und nimmt mit einem befreundeten Landwirt 2 Millionen D-Mark Kredit auf. Damit baut er einen Sauenstall und einen Ferkelaufzuchtstall. So, hier ist ja jetzt der Punkt, wo du eigentlich am meisten Wärme und Strom brauchst, oder nicht? Wir brauchen hier kontinuierliche Wärmelast. Diese kleinen Tiere haben einen sehr hohen Anspruch an Wärme. Jetzt im Sommer fällt das vielleicht nicht so auf. Aber im Winter, wenn es richtig schäbig kalt draußen ist und der Schnee fällt und das Eis an den Fenstern ist, dann brauchen diese Tiere auch noch eine Temperatur von 35 Grad in ihrem Ferkelnest. Kaum ein Betriebszweig benötigt so viel Energie wie die Ferkelzucht. Eine Sau mit ihren Nachkommen benötigt etwa 8-mal so viel Strom und 19-mal so viel Wärme wie ein Tier in der Schweinemast. Das Beheizen der Ställe mit Öl oder Gas ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Die aktuellen Preissteigerungen spüren wir alle. Heute zahlt man für Heizöl sogar schon 100 Euro je Hektoliter. Die Konsequenz für viele Betriebe, Wachse oder Weiche. Dirk setzt auf eine Technologie, die 2008 noch nicht weit verbreitet war, die Holzhackschnitzelheizung. Jetzt können wir einmal gucken. So, und jetzt siehst du da hinten, das Ding ist auf Erhaltungsflamme. Wenn er voll in Action ist, dann kannst du die Klappe nicht so ohne weiteres losmachen, dann kommt das Feuer hier raus. Das Geräusch, was du da oben hörst, das ist der Rauchgasabzug, der wird über einen Unterdruck gesteuert. Und jetzt sagt er, irgendwas ist falsch, jetzt stellt er die ganze Kiste ab. Da fängt er an zu piepen. Ich mach das mal wieder zu und stelle die Störung ab. Alle Gebäude auf Dirks Hof werden über 450 Meter unterirdische Rohre versorgt. Im Winter sind das rund 300 kW Heizleistung. Dann muss jede Woche der Holzhackschnitzelbunker befüllt werden. Ein Leck in der Leitung könnte zum Totalausfall führen. Daher haben die Ställe getrennte Wasserkreisläufe. Auf jeden Fall haben wir unseren Hackschnitzelbunker. Hier wird im Prinzip für die Heizung das Hackschnitzel vorgelagert. Und unten ist die Schnecke, die das quasi in den Brennraum reinschiebt. Also wenn du jetzt mal so eine Handvoll nimmst, dann kannst du halt sehen, dass du halt hier ganz normale Äste hast, also von irgendwelchen Hecken, Sträuchern oder sonst irgendwie sowas und auch durchaus kleineres Material. Aber hat trotzdem auch den Brennwert, den du brauchst. Wir haben unseren Kessel so ausgelegt, wir haben Biomassekessel, das bedeutet, wir können auch minderwertigere Qualitäten ganz prima verheizen. Da vorne war quasi der kleine Bunker, hier ist das große Lager, aber mit dem Neubau der Halle kostet dich das ja auch ein bisschen Lagerplatz, oder? Ja, es kostet Geld, ne? Das ist klar, aber ich denke, die Qualitäten, die wir dann bei uns verheizen können, werden das über die Jahre dann kompensieren. Also das heißt, dass wir keine nassen Hackschnitzel da in der Heizung haben. Also soll man sagen, so eine Halle habe ich mir gegönnt. Natürlich haben wir das auch gerechnet, es ist auch eine Rentabilität dahinterlegt worden, aber man muss so eine Technologie auch wollen. Auch die Preise für Hackschnitzel sind deutlich gestiegen. Wir haben hier eine Bevorratung von ungefähr 3 Jahren liegen. Das heißt also, die nächsten 3 Jahre brauchen wir nichts zu kaufen und das ist natürlich sehr, sehr glücklich.
Mit dem Radlader die Hackschnitzel vom Lager zum Bunker zu fahren, dauert kaum eine Minute. Das Brennmaterial ist Abfallholz, aber nicht aus dem eigenen Wald. Er hat günstige Konditionen mit Straßenbetrieben und Gartenbauunternehmen ausgehandelt. Die bringen ihre Reste gehäckselt zu Dirk auf den Hof. Natürlich haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt, als wir damals die erste Hackschnitzelheizung installiert haben. Das hat nicht funktioniert und das hat nicht funktioniert. So klein Scheiß halt, der total nervt. Aber wir haben es dann alles hintereinander gekriegt mit vielen Leuten, die uns auch zur Seite gestanden haben und geholfen haben. Also Heizung gut, alles gut? Noch nicht ganz. Jetzt heizt du ja mit einer natürlichen Ressource Holz, ja. Aber ohne Strom wird das Ding ja auch nicht laufen. Das ist richtig, ja. Also ist auch ein Riesenthema. Also erstmal abgesehen davon, dass Strom im Moment sehr, sehr teuer geworden ist und auch noch teurer wird, haben wir natürlich das Problem, dass auch mal ein Stromausfall kommen kann. Und dem müssen wir natürlich irgendwie auch vorbeugen, damit wir auch Heißwasser dann noch da haben. Also die tolle Ressource nutzt uns nichts, wenn wir sie nicht nutzen können, weil wir keinen Strom haben. Dirk hatte zwar schon 2010 eine kleinere Photovoltaikanlage installiert, aber hat den Strom nicht für sich selbst genutzt. Das sollte sich ändern und gemeinsam mit einem befreundeten Elektriker wurde die Lösung ausgetüftelt. Ja, Annika, das ist unser Haus- und Hofelektriker. Der ist hier quasi bezeichnet verantwortlich für das, was wir alles installiert haben. Zusammen haben Dirk und Dirk die Stromversorgung auf dem Hof komplett umgekrempelt. Das Timing hätte aus heutiger Sicht nicht besser sein können. 2021 kam eine große Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch hinzu und ein Akku, um den Strom für die Nacht zu speichern. Kostenpunkt rund 400.000 Euro. Ganz klar, Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben sind keine Seltenheit. Aber Dirk produziert Strom in einem Umfang, dass daraus ein Standbein seines Betriebes geworden ist. Der Staat garantiert für eingespeisten Strom nur die EEG-Vergütung. Dirk hat mit 6 Cent je Kilowattstunde kalkuliert. Entscheidend ist, dass er ein Gerät verbaut hat, was die aktuelle Leistung einem Händler an der Strombörse meldet. So kann der von Dirk erzeugte Strom zu tatsächlichen Marktpreisen verkauft werden. Du hast ja jetzt schon einige Jahre Erfahrung mit PV. Hat sich deine Meinung über die Jahre geändert? Meine Meinung hat sich insofern geändert, dass ich früher von Photovoltaikanlagen gar nichts gehalten habe. Weil ich gesagt habe, die Stromproduktion in so einer Photovoltaikanlage ist viel zu teuer. Aber sag mal, wer hätte das gedacht, dass wir da absolut rentabel Strom produzieren können, was wir im Moment können. Wie wir unseren Strom in 10 Jahren speichern, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Wenn du diese Schritte in die Autarkie nicht gegangen wärst, wo stände der Betrieb dann jetzt? Wenn ich die Schritte nicht gegangen wäre, müsste ich jetzt bei euch fragen, ob ich was zu essen kriegen kann. Es ist natürlich keine Option, seinen Betrieb zu bewirtschaften und Geld zu vernichten jedes Jahr. 2022 wird Dirk etwa 80.000 Euro durch seine autarke Heizung und Stromversorgung einsparen. Im Jahr darauf könnten es sogar mehr als 100.000 Euro Einsparungen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Hier findet ihr weitere Videos zu klugen Lösungen in der Landwirtschaft.